Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Wir sind den Eclipse auf der Spur, den Eclipse, die anscheinend auch vorhaben, im verbotenen Westen Unheil anzurichten. Auf jeden Fall bauen die hier anscheinend sich eine Festung und unterdrücken ein wenig die Völker, die hier so leben. Was man so macht als Standardbösewicht. Wir versuchen jetzt hier reinzukommen. Wir haben hier draußen schon einige Leute befreit. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, dass das relativ easy vonstatten ging. Aber diese Festung ist wohl noch ein bisschen umfangreicher. Deswegen machen wir uns auch direkt auf. Ich habe ein bisschen Bammel. Wie immer. Schau dir das an. Hier müssen wohl die Alten eine Schlacht geschlagen haben. Weil ich immer Angst habe, dass ich irgendwann die komplette Bagage an der Backe habe. Einen haben wir hier schon mal. Den sollten wir auch möglichst still und leise ausschalten. Oh. Möglichst still und leise. Man sollte natürlich treffen. Das wäre sehr gut. Und bald ernten wir unser. So geht's auch. Okay. Der funkt den durch. Sonst ist hier keiner. Dann können wir hier weiter. Aufbrechen. Auch das noch. Die Alten haben ja hart gekämpft. Es gab wohl eine Belagerung. Auf dieser Festung errichten wir das Imperium. Wir Privilegierten werden über Tausende. Ich höre doch was. Irgendwas ist da. Ich habe Angst. Ich sollte mir wirklich merken, welche Taste wofür ist hier. Mensch. So. Da ist noch ein Vorratslager. Rumpelt so. Das ist mein Weg hinein. Naja, sehr schön. Hier hat die Eclipse sich etwas aufgebaut. Reißen wir es also nieder. Ich kann hier nichts, von hier aus nichts machen. Gemein. Sonst hätte ich von da oben ein bisschen was gemacht, aber das haben sie absichtlich so gemacht, dass ich hier keinen Platz habe. So. Wo war das Langbein? Sie ist schwach gegen Schock. Die bekannte Welt wird erzittern, wenn sich unser Schatten über das Land legt. Ja, ja, ja. So, eins. Wer bist du? Eindringling! Geht ihr suchen. Denkt daran, nur ich kann euch diese Gabe geben. Nur ich. Kommen die hier rüber? Jetzt mehr als ein Mensch. Ach. Ich trage jetzt die Macht des Todes. Ja, schwärmt ihr mal.
wüsste gerne, ob die hier langkommen. Oder ob ich auf der Seite schon sicher bin. Da hätte ich gedacht, der hält weniger aus. Aber, ja gut. Mutstoß mit der 1. Abgehärtet. So, jetzt müssten sie eigentlich fertig sein. Ja, noch nicht ganz. Aber besonders clever sind sie nicht, da zu suchen, wo ich mich verkrümelt habe. So, ich wüsste gerne... Nee, aber ich komme nicht dran, ob ich von oben hier ein bisschen Randale machen kann. Aber... Jojo. Bin ja schon unterwegs. Auf dieser Festung errichten wir das Fundament unseres Imperiums. Wir werden über Tausende herrschen. Ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn wir erstmal die Maschine hier ausschalten. Ich glaube, das ist die einzige. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber die ist halt direkt da unten. Wenn wir da runter gehen, haben wir gleich noch einen Haufen von denen an der Backe. Gestützte Plattform. Könnte mir einen Vorteil verschaffen. Könnte es. Nicht länger lasten die Massen der Karja auf uns. Wir sind frei. Frei zu erobern. Mhm. Gott, oh Gott, die hat das mitgekriegt. Ist aber auch immer noch nur die eine, ne? Ja, okay. Okay, die ballert wild hier in der Gegend rum. Stimmt, da war was. Ist das Lohe? Da könnte man doch drauf schießen. Warte, wenn der schon in der Nähe da ist. Die Frage ist... Vielleicht so, weil die sind... Gegen Schock sind die empfindlich. Moment. So, ich muss nur aufpassen, was ich hinterher... Jetzt ist der schon abgezogen, ne? Mist. Die bekannte Welt wird erzittern, wenn sich unser... Jetzt ist die Maschine schon abgezogen wieder. Naja. Falls mir hier einer zu nahe kommt. Jetzt verschwindet schon. Mist. Eigentlich nicht. Springt doch mal in die Falle hier rein. Ah, wir hüpfen drüber. Oh. Aua. Ah.
uralte Schande. Aua! Was passiert denn hier? Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht selbst da reingerate. Oh. What? Ja, nee, ich bin tot. So ein Scheiß. Muss ich jetzt von vorne anfangen? Wahrscheinlich, ne? Das war jetzt nicht so geil. Das war jetzt nicht so geil. Okay, wo bist du? Ich weiß nicht, wo bist du? Das Problem ist, man muss sich durchquetschen. Man kann jetzt von hier aus nichts machen. Und es dauert halt ewig, ehe die sich mal wieder berappeln. Also mein Scharfschussbogen ist da deutlich effizienter. So, wo sind sie hier? Hab dich! Was? Mist. Da unten ist halt einer. Nee. Werden über Tausende herrschen. Wir warten einfach kurz. Seid bereit, falls ihr zurückkommt. Genau. Geht weg. Denkt daran. Das war cool. Denn ich bin jetzt mehr als ein Mensch. Ich trage jetzt so jemand den Klang der eigenen Stimme. Ja, das sehe ich genauso. So, jetzt würde ich gerne. Ach, hier sind noch die Kultisten. Versteck mich nochmal schnell. Oder? Männer des Schattens. Blut. Ein bisschen Hilfe schadet nicht. So. Wow, die Spur ist relativ groß. Da ist mehrere Sachen, die uns helfen könnten. Entdeckt. Jetzt muss ich hier weg. Ich will nicht nochmal das gleiche Drama. Da ist mir lieber, wenn ich mich wieder verkrümeln kann und hier warte. Ja, die Frage ist wirklich, muss ich eigentlich hier alles auslöschen oder kann ich einfach zu dem Vesri vor? Diese Maschine ist halt noch sehr nervig. Das
Wo sind denn... Schaden anrichten. Blut und Schwarz unserer Sklaven düngen dieses uralte Schlachtfeld. Und bald ernten wir unser Schicksal. Ich würde jetzt noch ein bisschen hier vor. Wo ist er denn jetzt? Da hinten. Ich dachte gerade, da kommt eine Spinne runter. Das ist eine... war ein Schmetterling. So, jetzt haben wir noch diese Maschine. Auf dieser Festung errichten wir das Fundament unseres Imperiums. Oh. Oh Gott. Oh oh. Oh oh oh. Mann. Wenn sich unser Schatten über das Land legt. Diese Lautsprecher müssten mit einer Stromquelle verbunden sein. Wahrscheinlich in dem großen Gebäude. Ich wette, dass ich ihn dort finde. So, wie konnte ich denn jetzt... Ich kann nicht mal meine eigene Fallen... Doch, jetzt. Meine eigenen Fallen entschärfen. So. Ich habe halt Angst, dass ich aus Versehen reinrenne. Ich muss ja doch recht nah dran. So. Dabei ist hier gar nicht so viel los, aber es ist irgendwie dumm gelaufen. Denkt daran, nur ich kann euch diese Gabe geben. Nur ich kann euch führen. Ja. Denn Hauptsache, du glaubst dran. Ich habe eine Vierteltonne Metall über mir. Und vielleicht noch drei Rippen. Die Aerosolbombe ist nicht gezündet. Ui. Dann sind die Ingenieure tot. Okay. Da haben die wohl gegen Maschinen hier gekämpft. Schattens. Blut und Schweiß unserer Sklaven düngen dieses uralte Schlachtfeld. Und bald ernten wir unser Schicksal. Greifpunkt, da hinten ist doch noch irgendwie was. Upsa. Ja. Der Anführer hat sicher noch irgendwelche, wer weiß was für Waffen dabei. Besser aufrüsten. Also zumindest vorbereiten. Ja. Bzzzt. Was haben wir hier? Auf dieser Festung errichten wir das Fundament unseres Imperiums. Wir privilegieren. Da hinten ist noch ein bisschen was. Über Tausende herrschen. Boah, aber das Geschwätz geht mir schon so auf den Keks hier. Da müssen wir jetzt endlich mal was gegen unternehmen. Wenn der überhaupt noch lebt.
Wenn das hier so in Dauerschleife läuft, wer weiß. Vielleicht wollen die Leute nur davon überzeugen, dass der noch lebt. Der wird ja wohl gemerkt haben in seinem Versteck, dass es hier irgendwie ein bisschen still geworden ist um ihn herum. Nicht länger lassen die Massen der Karte auf uns. Wir sind frei. Frei zu erobern. Tolle Freiheit. Ganz tolle Freiheit. Ach Gott, jetzt müssen wir hier rein. Hier noch. So, jetzt haben wir wenigstens erstmal wieder Heilkräuter. Nicht identifiziertes Signal. Aber das ist nicht direkt hier, oder? Das ist... Nee, das ist weiter weg wahrscheinlich. Aber wenigstens haben wir hier noch ein bisschen Wut jetzt. Und Meridian ist erst der Anfang. Och, Junge, ja. Die bekannte Welt wird erzittern, wenn sich unser Schatten über das Land legt. Erzittern. Na, warte. Gucken wir mal, wie die Welt hier erzittern wird. So. Tür auf. Utaro-Gefangene. Ich muss sie befreien. Schnell. Eine Fremde? Wer ist sie? Hilfe! Durchhalten. Ich hole euch da raus. Ihr seid sicher. Lauft so weit weg, wie ihr könnt. Und was machst du? Hier aufräumen. Allein? Das ist der Tod! Sicher. Für die Bösen. Ihr alle, versteckt euch, bis ich hier fertig bin. Und jetzt zu Vesre. Hä, da ist was hinter? Kann ich hier... Hä? Komm ich... Ah, da. Warte, stopp, halt, hier. Loot, viel Loot. Och ja, Mensch, wir haben es kapiert. Du bist ganz doll böse und überhaupt. Schlechte Entscheidung, Audiodatenpunkte. Ich will es ja abspulen eigentlich. Zeit ist um. Die Kampfroboter sind draußen. Eingabe von Zündsequenz. Alpha. Charlie? Echo? Scheiße! Sicherheitsschalter bleiben aktiv. Oh. Für Manuel bleibt keine Zeit. Es ist vorbei. Ich hab versagt. Lieber Gott, wenn du mich hörst, achte auf mein Mädchen. Wird schlecht laufen. So. Ich meistere ihre Macht und sichere unsere Zukunft. Oder du sicherst erstmal euer Versteck. Ah, die Retterin von Mirin. Wie schön, dass du dich freiwillig... Halt die Klappe, Vesre. Es ist vorbei. Wohl kaum. Du hast uns aus dem Sonnenreich vertrieben. Aber jetzt rächen wir uns. Der Verwüster wird es nicht leichter machen. Ich muss ihn schnell erledigen. Mist. Das ist nicht... Okay. Besser. Hilfe! Oh Gott, oh Gott. Ah.
tue ich ja gar nichts. Dem tue ich ja gar nichts. Das ist nicht gut. Verwüster. Hatte ich noch gar nicht. Okay. So. Verwüster. Ah. Abnehmbar. Kettenreaktion. Ja, da unten, ja. Kettenreaktion. Das ist bei Abschuss mit Plasmaschein der Metallexplosion aus. Schlecht. Haben wir alles nicht. Das sieht ziemlich mies aus für uns. Ich kriege halt nur auf die Fresse gerade. Nein! Ich halt nur auf die Fresse gerade. Das ist nicht gut. Optimistin. So. What? What? Was? Ich war doch voll aufgeladen. Was ist denn da passiert? Ich war doch jetzt voll aufgeladen. Wow, das ist jetzt aber blöde. Ich überlege, ob ich das später mache, weil ich brauche irgendwie Plasma-Munition. Ich habe einfach nicht die passende Munition dafür. Da kriege ich zwar den, Dings klein. Jetzt habe ich den wahrscheinlich nicht mehr im Notizbuch. Nee. Den... was auch immer, den kriege ich zwar klein, aber es reicht nicht. Weil ich verballer einfach zu viel Material dabei. Es wäre gut, wenn ich den hier wenigstens hätte, die Sprengstacheln. Ich habe sogar welche, guck mal. Hm. Versuchen wir es damit nochmal? Wäre eine Möglichkeit, oder? Wir versuchen es noch einmal. Ansonsten brauche ich halt Munition. So, kann ich hier überspringen? Ja. Der Verwüster wird es nicht leichter machen. Ich muss ihn schnell erledigen. Also gut, neuer Plan. Thank you.
Israel, okay. Du bist als Nächster dran. Ich bin voll aufgeladen. Also? Meine Klinge wird dich finden. Oh! Deswegen. Wir müssen sie finden. Wo ist er? Wo ist er? Hab ich dich, Mann! Wie gerne sehe ich dich sterben. Dafür musst du dich schon mehr anstrengen. Nicht hiermit. Im Nu werden wir beide tot sein. Ist dir gut? Ja, das wird wieder. Ich hoffte, dass du diese Schweine verprügelst, aber das ist wunderschön. Die anderen, die sollten doch weg, sind sie... Ihnen geht es gut. Sie sind in Sicherheit. Wir bleiben lieber mal hier, bis wir wieder bei Kräften sind. Ich führe alle zurück nach Rheinklang. Danke, Jeff. Hör zu. Manchmal erwähnte Vesre bei seinem Gebrabbel seine Kameraden. Er meinte, sie sollten bald hier sein. Sind wir sicher? Ich weiß nicht. Aber ich finde es raus. Sieht aus, als ob Vesre hier einige Zeit verbracht hat. Ich schau mich mal um. Mal sehen, ob da noch mehr Eclipse sind, um die wir uns kümmern müssen. Okay, ist zwar jetzt ein bisschen spät, aber ich würde... Esris Kammer. Wo ist denn das jetzt? Einfach hier insgesamt gucken. Ah, wahrscheinlich das Ding hier. Treue Eclipse. Ui. Wenn ihr das seht, habt ihr das Sonnenreich verlassen. Auf der Suche nach etwas, dem ihr folgen könnt. Eure Reise endet bald. Folgt der Sonne bis hinter die Tore von Fahllicht. Wo strahlende Eroberung euch erwartet. Ein neues Imperium. Kommt mir bekannt vor. Das war dann wohl der letzte. Das war's jetzt mit der Quest? Nee. Schatten im Westen. Untersuche Vesris Kammer. Okay. Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Ja.
Kann man das hier irgendwie aufstemmen? Da kommen wir nicht mehr rein, oder? Nee, wir müssen hier drin noch suchen. Ah, hier. Meine Nachricht wartet im Schrecken. Wenn die anderen noch leben, werden sie sich finden. Und dann kommen sie hierher. Nicht, wenn ich sie zuerst ausschalte. Und das habe ich. Okay. Zerstört sind, haben sie keine andere Wahl, als sich mir zu unterwerfen. Eins muss man Vesri lassen. Er hatte große Träume. Mhm. Das ist alles, was ich wissen muss. Ich sollte mit Jeff reden, ihm sagen, was ich gefunden habe. Oh Mann. Das klingt aber nicht gut. Und was geht's? Vesris Kameraden sind tot. Die Eklipse stellen keine Gefahr mehr für die Utaro dar. Na? Und auch nicht für den Rest der Welt. Oh, die Bomben? Nun denn. Ich wüsste zwar nicht, was ein durrer Plünderer wie ich für jemanden wie dich tun kann, aber komm nach Rheinklang, wenn du je einen Gefallen brauchst. Bis bald, hoffe ich. Okay. Anscheinend war's das. Anscheinend doch keine Gefahr. Umso besser. Fertigkeitspunkte machen wir beim nächsten Mal und ich würde wahrscheinlich mich schon direkt mal weiter teleportieren. Ich glaube, das nächste ist wirklich die Hauptquest hier. Ich würde vielleicht hier mich hin teleportieren oder so zum nächsten Mal. Ja, warum nicht? Und von da können wir dann weiter. Oder aber wir gehen hier unten rum und erforschen hier noch ein bisschen mehr. Guck mal, hier ist nämlich... Ah, nee, das ist... Ein Unterschlupf. Nee, ich teleportiere gleich direkt hier rüber. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann an dieser Stelle wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder bei. Hauptquest geht weiter. Und ich kriege wahrscheinlich Ärger, weil ich mir so viel Zeit gelassen habe. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.